Freunde, Tag Nummer 2 oder besser gesagt Video Nummer 2 aus Brasilien, Rio de Janeiro. Heute einmal am Start Lucas G. Und wir haben auch noch brasilianische Connection dabei, Diego G. Wir werden heute nicht nur Chicken essen gehen, sondern persönlich wirklich eines meiner favorite juicy Chicken, die ich je gegessen habe. So. Sei mal ehrlich, wie krass war das? Sehr spontaner Laden, sehr unscheinbarer Laden, sehr von auf den ersten Blick touristisch aussehender Laden. Ja, ja. Wir haben uns hingesetzt ohne Erwartung, aber das Chicken war dann einfach, ihr werdet gleich sehen, diese Marinade war speziell. Die Saftigkeit des Chickens war speziell. Unscheinbar, aber... Und das ist auch die grundsätzliche Aussage zu Rio bis jetzt. Ja. Immer unscheinbar, unauffällig, vielleicht nicht perfekt vom Look, aber der Geschmack, viel Spaß in diesem Video. Egal welcher Tag die Stadt lebt, Bars haben wir rechts neben uns, Palmen, Bäume, alles schön beleuchtet. Überall hört man ein bisschen Musik, die Autos düsen vorbei, egal um welcher Uhrzeit. Also es ist wirklich eine Stadt mit einem eigenen Flair, mit einer eigenen Power so. Und auch heute befinden wir uns in der Region Ipanema. Ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Touri-Gegend ist. Es sieht aber sehr danach aus. Aber auch die Touri-Gegenden hier wirken nicht so wie in anderen Ländern. So ein bisschen, du lebst nicht den Vibe und du erlebst nichts. Sondern es hat schon auch seine eigene Power, auch wenn du in einer Touri-Gegend bist. Weil einfach auch sehr viele einheimische Leute hier sind. So. Obrigado. Ich sage euch auch ganz ehrlich, wir werfen nur einen kurzen Blick in die Karte, damit ihr grob versteht, was es hier so gibt. Die Karte, Freunde, ist wieder cool gemacht. Und das liebe ich auch, man versteht es einfach. Man kann einfach ablesen, es ist nicht zu viel Schnickschnack, nicht zu viel Blablabla. Ao molho picante médio. Com batata frita. E para entrada, feijão. Esse é aquele feijão amigo, né? Feijão preto. Feijão preto. Yeah. E ele vem no copinho. He in Brazil have two beans, but these are the black beans. Okay. And the other beans are which ones? Are brown. Okay. And people in other city calling feijão carioca. It's like a beans carioca. But usually people in Rio just eat the black beans. Wir haben einmal wirklich eine, ich sag mal, brasilianische Vorspeise genommen, die man so isst. Wir haben die auch schon mal probiert. Wie kann man die wirklich erklären, so vom Geschmack her? Ja, so eine schwarze Bohnenpaste. Schwarze Bohnen. Das ist so ein Ding zwischen... Ach ja, Eintopf, stimmt, Eintopf. Ja. Dann haben wir natürlich einmal das Chicken genommen, was wir auch schon probiert haben und mariniert auf einem anderen Level. Auch wieder gut gegrillt, also, weil ich denke auch persönlich, dass man auf dem Grill auch sehr viel falsch machen kann. Dann wird ein Fleisch mal zu trocken. Temperatur... Grillzeit, Marinade, die Qualität des Fleisches, die ja auch unübertrefflich ist hier in Brasilien. Ja. Man kann so viel falsch machen, aber eins kann ich euch sagen, alles was wir bisher gegessen haben, das vom Grill kam, war in Rio einfach stabil. Ja, ja, ja. Und freut euch aufs Essen. Ja, ja. Obrigado. Ja, Freunde, wenn man sich das anschaut, oben, ein bisschen Koriander drauf. Es wird warm geliefert, damit ihr es euch auch vorstellen könnt. Textur, ja, man sieht. Es ist natürlich aus zerstampften schwarzen Bohnen, aber es sind auch wirklich noch ganze schwarze Bohnen drin. Interessanter Geschmack. Ich schmecke schon Knoblauch, sehr stark Knoblauch raus, Koriander und dann die Bohnen und dann einfach so ein bisschen Gewürze einfach. Es hat schon so diesen Aperitif-Effekt so. Du isst diese Suppe und dann hast du Platz, dein Magen ist langsam warm, um noch ein bisschen mehr reinzuhauen. Meine Damen und Herren, Cilantro, wie in Mexiko. Noch diese gleichen Schälchen, wo man... Eieiei. Die machst du so befriedigend, gell? Schmeckst du auch Knoblauch raus? Ja. Ich habe das Gefühl, dass sehr, also in Anführungsstrichen sehr viel Knoblauch drin. So original. Aber die Masse ist so befriedigend. Ja, ja, ja. Da ist so viel Stärke drin. Es sind zermatschte Bohnen, aber trotzdem auch ganze Bohnen drin.
Und wenige Zeit später, Freunde, das Chicken ist da. Pommes, goldbraun. Das Chicken auch wieder eine Farbe, ein Duft. Also, let's go. Guten Appetit, sag ich mal. Guck mal. Also, es sieht ja wirklich schon förmlich saftig aus, oder nicht? Ich krall mir mal direkt hier das Keulchen. Ich finde, man muss auch sagen, dass das Chicken relativ klein aussieht. Das war jetzt kein so ein Riesenhuhn. Ja, ja, ja. Sieht einfach alles andere als trocken aus. Es riecht auch so nach Knoblauch wieder. Die haben so eine kranke Marinade. Ich weiß nicht wieso. Vorbei. Du weißt selber, das war ein harter Arbeitstag bei uns. Wir hatten Hunger, wir saßen lange zu Hause und sowas. Hat es immer noch den gleichen Effekt? Ich muss sagen, dass als wir das eine Mal waren, war das gefühlt die Haut noch ein bisschen knuspriger. Ja, ja, ja. Und besser angegrillt so. Aber vom Saftigkeitslevel ist das mindestens genauso gut. Ihr seht diesen Glanz, diese Saftigkeit. Es ist wirklich einfach alles andere als trocken einfach. Genauso wie ein Chicken sein muss. Yes. You have to try it. Why not? Wir brauchen auf Portugiesisch gesagt ein bisschen Pimienta. We need some Pimienta. Pimienta. Ding! Drip the citron over it. Auch nicht sparen. Duft überzeugt. Soft, einfach. Du beißt durch Butter. Es ist Fleisch, aber trotzdem wie Butter. Dann trinkt man noch Caipirinha. It's a vibe. This Caipirinha was made with Velho Barreiro. Is this a good one? It's another cachaça. And bad Caipirinha is made with vodka, right? Then it's bad. It's bad. Okay. This one is good. It's an original cachaça, Brazilian cachaça. Saúde. Saúde. I can smash all of them. Video wird ab 18. Freunde, zum Namen des Restaurants bin ich gar nicht gekommen. Manchmal musst du den Namen des Restaurants gar nicht wissen. Du weißt, nee, das ist das rote Restaurant in der Ecke. Da sind wir letztes Mal vorbeigegangen und das reicht schon. Du kommst her und weißt, da gibt es gutes Hähnchen. Reicht. Oh, reicht, gell? Es, ja. Aber für die, die es wissen wollen, es heißt Galitos Grill. Zahnstocher. With B. Ah, no, Palipo. With B. Nee. Talipo. Palipo. With B. Palito. Palito. P-A-L-E-T-O. Yeah. Kuss geht raus an alle. Rio ist wunderschön, Leute. Ich sag's euch ehrlich, wir genießen es anders. You know, when good people get together, we create special feeling. In Germany we say, ich küsse dein Herz. It means kisses on your heart. Oh. Sag. Say. Say it. Ich küss dein nein Herz. Heads. Kurz, nein, heads. Mashallah. Mashallah.